Da muss entweder gibt es ein Gutachten und der Kreuzungsbereich wird freigeräumt, freigeschnitten, dass man weitere Sicht hat. Das kann ja sein. Ja, dass der Gutachten da so entscheidet, sagt, ja, das ist zu wenig einzusehen. Wenn da einer mit überhöhter Geschwindigkeit ankommt, sieht man ihn nicht und kann zu tödlichen Unfällen führen. Ja. Dann muss man den Kreuzungsbereich freiräumen, ganz einfach. Ja. Haben Sie jetzt angesagt, wir haben 547 Kinder gefickt bei der Domspatzen. Oh Mann, ey. Die alle gefühlt, die Kirchenleute. Wieso denn das? Na, weil sie Spaß dran hatten, ihren Schwanz drin zu stecken. Oh. Ihre Gurke, ihre süße Spreewaldgurke. Oh, Carsten, das hört nicht mehr auf. Abschneiden den Zibbelmann. Also, weißt du, sowas mit Kindern macht, ja, den sollte man wirklich das Ding abschneiden. Na, hast du ja grundsätzlich recht, aber sind ich meine... Schweine. Ja, das aber, sind ganz große Säue. Aber wie du das formulierst, jetzt erst, aber das jetzt erst rauskommt, verstehe ich nicht. Ja. Dass die Scheiße jetzt erst rauskommt, was vor Jahren passiert ist mit den Kindern. Die heute, wo sie gefickt haben, noch kleine Kinder waren, heute sind es Erwachsenen. Dass sowas erst nach 20, 30 Jahren rauskommt. Naja, damals haben sie alle dicht gehalten. Na klar. Ja. Behörden, alle, ja, die davon gewusst haben. Ja, haben ja auch welche gewusst, muss man ja auch mal so sagen. Ja, hätten sie aber die Penner anzeigen können. Ja. Hätten sie ganz zur Polizei gehört, ja, kleine Kinder. Ja, das macht man nicht. Was? Naja, sowas macht man ja nicht. Nee, aber anzeigen muss man so, den Schweiner. Anzeigen muss man die. Ja, hast du recht. Penner. Ja. Sollte keiner mehr in die Kirche nehmen, wenn die. Stand das heute in der Zeitung oder warum? Nee, wie kommst du jetzt darauf? Nachrichten haben sie es angesagt. Ach so, naja, dann, wenn es aktuell ist, beschäftigt es jetzt. Ja? Ist auch aktuell die genau. Sache. Naja, sollten sie in der Kirche alle sich faule Eier mitnehmen und dem Priester faule Eier an den Kopf schmeißen. Und losbrüllen, Babyficker, Babyficker und dann Hose runter, die Kluntern runter, Bibel von den Altar geräumt und dann. So verdreschen, dass der Achthaare nicht mehr weiß. Ich glaube, die das damals gemacht haben, die können sowieso nicht mehr mit ihren Klöten anfangen. Ne? Sind da Schweine? Ja, sind's, auf alle Fälle. Ich bin ganz deiner Meinung. Sind da ganz große Säue, wer so was mit Kindern macht. Da hätten sie sollen bei der Nutte gehen, sollten sie die ficken für Geld. So sieht's aus. Aber da haben sie kein Geld dafür, haben sie lieber an kleine Kinder vergriffen. Oh Gott, das ist aber auch schlimm, ey. Ja, sowas ist... Oi. Schweine sind das. Ah, ja. Ganz große Schweine. Das stimmt.